Das ist ein Glas Wasser. Weißt du, was passiert, wenn du jeden Morgen ein Glas Wasser auf nüchternen Magen trinkst? Gehörst du zu den Leuten, die sich morgens direkt noch vor dem Frühstück erstmal ganz gemütlich ihren Kaffee machen und dann ihren Kaffee genießen oder ihren Tee trinken? Oder stehst du eher auf das Berliner Frühstück KKK, Kippe, Kaffee und du weißt schon, was ich meine. Wenn du zu den Menschen gehörst, die so in den Tag starten, dann solltest du das vielleicht nochmal ein bisschen überdenken. Wenn du anstattdessen mit einem Glas Wasser in den Tag startest, dann kann das einige richtig positive Effekte für dich haben. Der erste positive Effekt: ein Glas Wasser kurbelt die Entgiftung an. Während du nachts schläfst und schön in deinem Bett liegst und am Schlummern bist, dann baut dein Körper Giftstoffe ab. Ein Glas Wasser am Morgen vertreibt nicht nur Kummer und Sorgen, sondern vertreibt auch die Giftstoffe und hilft dabei, die Giftstoffe, die über Nacht abgebaut worden sind, schnell wieder auszuscheiden. Also ein Glas Wasser am Morgen auf nüchternem Magen wirkt somit antitoxisch. Und nach wenigen Tagen fühlt man sich dann auch wirklich viel frischer, wenn du jeden Morgen dir ein Glas Wasser auf nüchternen Magen reinhaust. Und das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung auch bestätigen. Wenn ich mal aus unerklärlichen Gründen kein Glas Wasser am Morgen trinke, wenn zum Beispiel irgendwo mal Filzekacke hat oder so, dann fühle ich mich einfach nicht so frisch. Ein morgendliches Glas Wasser kann auch den Stoffwechsel signifikant ankurbeln. Das hilft nicht nur beim Abnehmen, sondern ist auch gut für die Verdauung, kann zum Beispiel auch so Heißhungerattacken einfach eliminieren und du hast einfach tagsüber wesentlich mehr Energie. Falls du dennoch Heißhungerattacken im Laufe des Tages bekommen solltest, ja, empfehle ich dir einfach direkt wieder ein Glas Wasser zu trinken. Und auch ein Pro-Tipp, das gleiche gilt auch fürs Mittagessen und Abendessen. Also vorm Mittagessen und vorm Abendessen einfach immer ein großes Glas Wasser trinken. Das hilft dir dabei, nicht übermäßig viel zu essen. Hast du öfter mal Probleme mit deinem Magen, vielleicht Bauchschmerzen oder Sodbrennen oder du kannst einige Dinge einfach nicht ganz so gut vertragen? Auch bei diesem Problem verspricht ein Wasser am Morgen Abhilfe. Einer Studie zufolge wird berichtet, dass ein Glas Wasser am Morgen auf nüchternen Magen deinen Magen erstmal beruhigt und ein zu viel an Magensäure, was zum Beispiel Sodbrennen verursacht, ebenfalls verdünnt und somit kommt es halt nicht so schnell zum Sodbrennen. Also wenn du irgendwie Magenprobleme hast oder Probleme mit Sodbrennen hast, dann ist ein Glas Wasser am Morgen auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Siehst du älter aus, als du bist und hast irgendwie schon voll viele Falten im Gesicht, wo eigentlich noch keine Falten sein sollten? Das könnte unter Umständen an zu wenig Feuchtigkeit liegen, denn zu wenig Feuchtigkeit an deinem Körper begünstigt natürlich die Faltenbildung. Die Haut braucht nämlich nicht nur von außen Wasser, also zum Beispiel Feuchtigkeitspflege, wie zum Beispiel mit einer Gesichtscreme, sondern die Haut braucht natürlich auch ausreichend Feuchtigkeit von innen. Wer morgens halt direkt ein Glas Wasser trinkt, der versorgt seine Haut mit neuer Spannkraft. Und wenn du zu denjenigen Leuten gehörst, die zum Beispiel auch sehr spröde Haare haben, kann ein Glas Wasser am Morgen auch einen positiven Effekt auf spröde Haare haben und deine Haare wieder gesünder aussehen lassen. By the way, ich lasse mir gerade mein Tattoo entfernen am Bein und nach der Tattoo-Entfernung, nach der Behandlung, was sagt der Arzt dann immer zu einem? Daniel, immer ausreichend Wasser trinken, ganz viel Wasser trinken, das ist super für die Haut. Und dass der Arzt das sagt, das kommt wohl nicht von ungefähr. Und auch das Immunsystem profitiert natürlich von einem Glas Wasser am Morgen. Wenn du ganz viel Lust hast und Zeit hast, dann kannst du natürlich auch noch eine Zitrone in dein Wasser reinschnibbeln. Das schmeckt nicht nur gut, sondern ist am Ende des Tages auch sehr gesund. Selbst Harnwegsinfekte sollen somit der Vergangenheit angehören und auch Erkältung sollst du einfach so schnell nicht bekommen. Und wenn du dann eine bekommst, verläuft die möglicherweise nicht ganz so dolle. Und generell gilt natürlich, du sollst nicht nur morgens ein Glas Wasser trinken, sondern auch über den Tag verteilt deinen Körper ausreichend mit Wasser versorgen, denn dein Körper braucht Wasser, ja, das ist wie das Benzin fürs Auto, ja, du brauchst Wasser, um richtig aktiv und agil zu sein, deshalb auf jeden Fall immer über den Tag verteilt ordentlich viel Wasser trinken.